Meine erste Frage an Irmi Seidel. Gerald Hardin hat ja von der Tragödie der Allmende gesprochen. Ist das wirklich ein realistischer Weg? Also auch Elinor Ostrom hat mal den Satz gesagt, nachhaltige, komplexe soziale Systeme zu gestalten, ist immer ein Kampf. Also ist das wirklich ein realistischer Ansatz, oder muss man sagen, ja, schön, manchmal funktioniert es, wenn liebe Menschen zusammenkommen? Ja, also vielleicht gleich noch zu Hardin. Man sagt immer, Hardin, der hat das und das geschrieben, das stimmt. Aber er hat dann, ein paar Jahre später, hat er das alles relativiert. Also das möchte ich gleich, ich finde, das scheint mir noch wichtig. Er hat selbst erkannt, dass so schwarz-weiß, wie er es dargestellt hat, ist tatsächlich nicht ist. Und außerdem, ich habe mal Studenten diesen Aufsatz gegeben, zu lesen, und die waren verzweifelt, und ich verstehe das, das ist ein sehr schlechter Aufsatz. Und eigentlich hat er in diesem Aufsatz auch noch, sagt er noch was anderes. Aber ich will damit auch sagen, das hat einen Zeitgeist abgedeckt damals. Der war 68, dieser Artikel, hat wirklich einen Zeitgeist wiedergespiegelt. Menschen sind egoistisch, nutzen aus, jeder versucht, Trittbrettfahrer zu sein und so weiter. Ostrom hatte den Nobelpreis bekommen, nicht nur, weil sie da so viele schöne Beispiele zusammengesammelt hat, sondern vor allem, weil sie spieltheoretisch widerlegt hat, was der Hardin aufgezeigt hat. Und sie hat spieltheoretisch, also formal, begründet, dass Gemeingüter eben durchaus von Menschen gehegt, gepflegt, erhalten werden können, weil Menschen eben auch kooperieren, miteinander reden und so weiter. Von daher denke ich, es widerspricht nicht grundsätzlichen Verhaltensweisen von Menschen. Das heißt, es ist wirklich hier ist wirklich Potenzial. Und ich denke, man muss einfach schauen, wo funktioniert es, wo ist das geeignet, und in anderen Bereichen mag das irgendwie privatwirtschaftlich besser funktionieren und in anderen Bereichen mag es staatlich besser funktionieren. Das ist, hängt auch immer von der Zeit ab. Wir haben immer Fortabhängigkeiten, das heißt auch gemeinwirtschaftlich bewirtschaftete Güter können unter einen Druck kommen, wo das nicht mehr gut funktioniert. Und dann ist zu überlegen, vielleicht brauchen wir eine andere Eigentumsform oder man muss das dann revidieren. Also von daher denke ich, ist das absolut nicht illusorisch. Wir sehen das auch an vielen Beispielen von so Gemeingüterentwicklungen, dass das durchaus im Fort ist. Also mich würde jetzt noch interessieren, du hast ja über Wachstum geschrieben, ja. Das Buch Postwachstumsgesellschaft wurde ja schon mehrfach erwähnt. Mhm. Ist denn jetzt das wirklich eine Lösung für die Wachstumsfrage? Also meine Wikipedia weggerückt, oder? Also man kann ja unter der Bedingung von Commons kann man ja bestens wachsen. Ja. Also auch um zu sagen, es geht hier bei Postwachstumsgesellschaft nicht darum, dass wir kein Wachstum mehr haben, sondern dass wir die Wachstumstreiber aus dem System nehmen. Das heißt, wir werden weiterhin in gewissen Bereichen Wachstum haben. Aber was mir wichtig erscheint, wir müssen ja verschiedene Bereiche umbauen, um von diesem Wachstumsfixierung wegzukommen. Eben zum Beispiel Arbeitsmarkt, Unternehmen, aber auch Gesundheitsbereich, Alterssicherungsbereich. Und hier, und da werden wir neue Produkte brauchen und neue Versorgung, neue Dienstleistungen. Und hier kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen, dass Güter, Dienstleistungen eben als gemeinwirtschaftliche Güter hergestellt werden. Oder zum Beispiel im Konsumbereich, um zu sagen, dieses Urban Gardening zum Beispiel, das sind auch neue Gemeingüter und das kann gewissen Teil vom Konsum ersetzen. Also von daher, ich denke, das ist sicherlich eine wichtige Komponente, und was wir auch sehen müssen, privatwirtschaftlich hergestellte Güter, insbesondere wenn das durch Aktiengesellschaften hergestellt wird, da ist natürlich ein Wachstumszwang inhärent. Und den haben wir bei gemeinwirtschaftlich hergestellten Gütern natürlich viel, viel.
weniger. Okay, besten Dank. Ich möchte nun Dorothee Rodenhäuser fragen. Das tönt wunderbar, oder? Bruttoinlandprodukt, das ist, glaube ich, langsam Gemeingut, dass das ein Index ist, der völlig falsche Informationen gibt. Jetzt meine Frage, ist dieser neue Index, ist der nicht auch etwas beschränkt? Also wenn ich jetzt den Index des neuen iPhone 5 anschaue, wie würde der abgebildet? Also ich kaufe heute eines, was hätte das für einen Einfluss auf diesen Index? Naja, zunächst mal ist es ein nationaler Index, also hätte ein einziges iPhone nicht besonders viel Einfluss. Es ist tatsächlich, also man muss voranschicken, natürlich ist auch ein Index beschränkt. Und wir haben da, es ist ein Forschungsprojekt immer noch und entsprechend immer noch in einem Stadium, in dem daran gearbeitet wird. Und es gibt auch eine ganze Reihe anderer Vorschläge. Wir haben an solchen Stellen immer wieder methodische und Datenprobleme und wir haben natürlich grundsätzlich das Problem, dass es immer Aspekte der sozialen Realität geben wird, die wir nicht quantitativ erfassen können. Wir können nur versuchen, es umfassender zu machen und wichtige Komponenten der Entwicklung mit aufzunehmen. Wenn man jetzt das iPhone, sagen wir mal, ein bisschen größer vorstellen, gesamtwirtschaftlich bedeutender, dann wäre es einmal so, dass wir schon den Konsum positiv einrichten. Wir würden davon ausgehen, dass jemand das gekauft hat, weil es für sich nützlich findet. Aber die Punkte, also die Aspekte, die eben umweltschädlich daran sind beispielsweise, müssten negativ eingehen. Also auch wenn der Schaden im Ausland passiert und nein, wenn die Menschenrechtsverletzungen im Ausland genau passieren. Das ist immer ein unfreies Konzept, also in einem ökologischen Fußabdruck beispielsweise, wo wir, haben wir die Idee, dass wir quasi wirklich den Rucksack auch der Güter, die wir importieren, es gibt auch das Konzept des Rucksacks, tatsächlich des Materialrucksacks beispielsweise, dass wir das abbilden, was wir zu uns importieren, den Schaden quasi, den wir damit auf dem Rest der Welt anrechnen. Das ist jetzt bei einem Maß wie dem NWI, der national ausgerichtet ist, nach dem Territorialprinzip, zunächst mal nicht der Fall. Da müsste man sich jetzt vorstellen, dass alle Länder so ein Maß haben und dann könnten wir wieder eben miteinander abgleichen. Das ist aber ansonsten auch schlicht noch ein Datenproblem. Diese Bemühungen mit dem ökologischen Fußabdruck sind da schon durchaus weit fortgeschritten, im ökologischen Rucksack und so, aber wir sind immer noch, haben wir das Problem, dass wir nicht wirklich kennen, was wir uns alles für Umweltschäden mit einkaufen beispielsweise oder soziale Probleme oder sowas. Das können wir rein datentechnisch noch gar nicht so abbilden. Du hast von Stellschrauben geredet, das tönt so, wie man dann ein bisschen drehen kann und dann wird es besser oder wie sieht das aus? Ja, sagen wir mal, wir müssen natürlich zunächst mal sagen, okay, was wollen wir reinstecken? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Wohlfahrts-, auch der Indikatorendiskussion. Wir können solche Vorschläge machen als Wissenschaftler, sagen, okay, wir finden das und das und das, müsste da reingehören, wir wollen es so und so messen. Aber natürlich müsste zunächst mal auch, oder muss dann der Prozess weiter dahin gehen, dass wir gesellschaftlich definieren, was wollen wir denn als Wohlfahrt erfassen. Und dann sind wichtige Bereiche eben in diesem Index mit drin und dann können wir gucken, okay, die Einkommensverteilung wird schlechter. Also in Deutschland ist es einfach in den letzten 10 Jahren ganz deutlich zu beobachten gewesen beispielsweise, dass die Einkommensschere deutlich auseinandergegangen ist. Und wir erkennen, das beeinflusst unsere Wohlfahrt negativ. Und dann wissen wir, okay, wir müssen was tun an der Einkommensverteilung. Das ist jetzt nicht so, als wäre das eine völlig neue Erkenntnis. Wir haben auch vorher schon viele Leute zumindest wussten, dass es doch etwas ist, woran wir jetzt was ändern müssen. Aber wir rücken quasi die Dinge als Einflussfaktoren auf gesamtgesellschaftliches Wohlergehen nochmal anders in den Fokus. Wie wir das jetzt genau machen, ist mit dem Index natürlich noch nicht gesagt, ohne Frage. Okay, aber Sie haben ja gesagt, das Messen hat dann einen Einfluss auf die Wahrnehmung und beeinflusst genau das Bewusstsein dahinter. Ja. Also das leuchtet ein. Alad, du vertrittst das Gemeinwohl, die Gemeinwohlökonomie. In diesem Ansatz entfällt da nicht der Reiz, der Anreiz für Innovation und Fortschritt und überhaupt für die Arbeit? Ich müsste dazu erst mal zurückfragen, was ist der Anreiz, der heute da ist? Der Anreiz ist oft finanziell und dann vielleicht der Ehrgeiz, ein innovatives Produkt herzustellen. Also der Anreiz, etwas zu verdienen, der fällt ja nicht weg. Das ist das eine. Okay.
Und das Zweite, durch die Möglichkeit der Kooperation wird das Feld viel, viel mehr aufgemacht und es besteht eigentlich eine höhere Möglichkeit, aus der Kooperation noch innovativere Produkte herzustellen. Das wird hier gar nicht in Abrede gestellt, dass Innovation irgendwie geschwächt wird. Ich weiß nicht ganz genau, woher dass du diese Annahme nimmst. Das ist einfach eine provokative Frage. Das ist meine eigene Annahme. Also wenn ich habe so das Buch angeschaut da, und wenn man da genau liest, dann ist das Konzept löst eigentlich alle Fragen, die wir heute schon diskutiert haben. Also wenn ich die Liste da aufnehmen kann, es löst also das Geldschöpfungsmonopol ist bei den Zentralbanken, wenn man das dann durchführt. Es gibt eine globale Währungskooperation. Der Eigenwert der Natur ist wieder respektiert. Es gibt ein Ende des Wachstumszwanges, Reduktion des Fußabdrucks, Reduktion der Erwerbsarbeitszeit, Verbesserung der Demokratie, gemeinwohlorientierte Bildung und so weiter. Und noch ganz liebevolle, empathische Führungspersonen, die einem vorstehen. Also eigentlich, wenn ich das so lese, dann kommt mir das wie eine Heilslehre vor. Also man hat alles. Man hat alles gelöst. In der Tat bedeutet eigentlich diese Gemeinwohlökonomie, dass die größten Probleme, in der wir heute drinstecken, gelöst werden. Es ist aber so, dass es nicht eine Heilslehre ist, sondern es ist ein offenes Konzept, das Vorschläge bringt, aber das unbedingt, ganz, ganz wichtig, demokratisch legitimiert werden muss. Das heißt, diejenigen Menschen, die jetzt in diesem Prozess des Erschaffens dieser Grundlagen beteiligt sind, die machen jetzt eigentlich Vorschläge. Es ist auch so, dass diese Vorschläge nicht aus dem Nichts herausgezogen werden, sondern es ist eine Sammlung schon verschiedener Ideen, die schon da sind. Aber die wurden jetzt quasi in ein gesamthaftes System eingebaut und die Möglichkeit besteht jetzt wirklich für jeden Menschen, sich daran zu beteiligen, die Werte oder die ethischen Werte zu bestimmen und daraus abzuleiten, was bedeutet dieser ethische Wert in meinem Leben, was bedeutet er in einem Unternehmen, wie könnte ich mir ein Unternehmen vorstellen, das die ethischen Werte, die es wahrscheinlich weltweit gemeinsam gibt, wie könnte ein Unternehmen aussehen, ein solches Unternehmen aussehen. Okay, vielleicht noch eine ganz kurze letzte Frage. Es gibt ja schon viele Unternehmen, die da mitmachen, viele Organisationen. Was sind die Größten, die dabei sind? Oder etwas, meine Vermutung ist, das sind nur Kleinbetriebe oder bis 200 Mitarbeitende, oder ist das völlig falsch? In der Tat sind es mehrheitlich Kleinunternehmen, also innerhalb von diesen 2 Jahren gibt es jetzt ungefähr 850 Unternehmen in, glaube ich, fast allen Kontinenten der Welt, die beschlossen haben, die Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Und von der Größe her sind es wirklich kleine bis mittlere Firmen, aber es gibt auch Firmen mit 600, mit 800 Mitarbeitern. 2000 Mitarbeitern, die diese Gemeinwohlbilanz machen. Aber in der Regel Familienbetriebe? In der Regel würde ich jetzt mal sagen zwischen 5 Personen und 100. Aber Familien, von Familien geführten Betriebe, also nicht Aktiengesellschaft oder Großkonzerne? Keine Großkonzerne, so viel ich weiß. Es sind meistens Genossenschaften, es sind Firmen aus dem Umwelt-, Ökologiebereich, wo für diese Themen eigentlich schon sensibilisiert sind. Okay, besten Dank. Wir können
Rückfragen, Anmerkungen bitte, Matthias? Im Rahmen der Gemeinwohlökonomie, inwiefern könnte man in der Schweiz, wenn man sich jetzt selbstständig machen möchte, mit Gemeinwohlökonomie-Elementen, ja, das selbstständig machen, arbeiten? Also wenn, ich sag mal, man macht sich selbstständig und hat vielleicht in 2 Jahren, ich sag mal, 3 Mitarbeiter oder so. Absolut. Das würde sehr gut gehen, indem du auf die Webseite gehst und dir einfach mal anschaust, was sind die Indikatoren, was sind die Fragen, die ich zu beantworten habe. Und aufgrund von diesen Fragen, die gestellt werden, wird bei dir eigentlich ein Bewusstseinsprozess ausgelöst. Zum Beispiel das Beispiel vom Finanzdienstleister habe ich schon erwähnt. Du überlegst dir ja, Moment, suche ich mir jetzt einen Finanzdienstleister, bei dem ich möglichst günstige Konditionen habe? Oder ist es mir eben wichtig, dass dieser Finanzdienstleister selbst eben ethisch-sozial handelt, ethisch-soziale Produkte hat, irgendwie sein Geld nicht in Großprojekte, die ökologische Schäden anrichten können, investiert, in die Waffenindustrie investiert, sondern möglichst, so wie die ABS jetzt zum Beispiel, es transparent macht, wo das Geld hinfließt. Und so könntest du eigentlich dein ganzes Unternehmen bereits schon aufbauen auf Gemeinwohlökonomie-Pfeilern. Die sind ganz stark unterlegt eigentlich durch eben ethische Vorstellungen oder Regeln. Bist du zufrieden? Geht so. Zuerst einmal eine Anmerkung. In der Schweiz und wahrscheinlich in vielen europäischen Ländern ist alles, was wir jetzt tun und haben, demokratisch legitimiert. Und daran glaube ich eben nicht so ganz, dass das der Fortschritt ist. Ich denke, wir müssten da eben zu etwas anderem kommen, und das sind die allmenden Gemeinschaften sicher wichtig, und die Frage dort, wie eben der Streit vermieden werden kann. Und da stelle ich mir immer noch vor, dass Ältestenräte, also die erfahrenen Personen, wesentlich etwas zu sagen haben, nicht die Demokratie, wo jeder gleich viel zu sagen hat, so dumm es auch sein möge. Das leben wir ja in unseren Demokratien hier auch. Wir sind damit nicht zufrieden. Mir gefällt der Gedanke vom Gemeinwohlindex sehr gut, und wichtig sind da die Kriterien, die habe ich selber nicht gesehen auf dem Blatt, das ich habe, aber wir haben vorhin einige daraus gehört, und der Index hängt natürlich wesentlich davon ab, welche Kriterien gewählt werden, und diese müssen dann wieder irgendwie legitimiert sein im Hinblick auf ein Ziel. Zum Beispiel die Frage, die Sie da noch beantworten könnten, kann der Index aus den Informationen über die Firmen, die öffentlich sind, errechnet werden, oder kann die Firma das nur selber machen? Also könnten wir via Internet für jede Firma den Index erstellen, und damit kann die Öffentlichkeit eine Firma bewerten anhand eines Gemeinwohlindexes. Das wäre ja das Ziel, nicht dass eben einige machen mit, die denken, sie seien gut gestellt, und die anderen machen mit, nicht mit. Das wäre dann eben die Öffentlichkeit. Wer möchte antworten? Okay. Also ich persönlich finde, dass unser Wirtschaftssystem nicht demokratisch legitimiert ist. Ich persönlich finde, dass nur eine kleine Anzahl von einer Minderheit eigentlich bestimmt, wie das Wirtschaftssystem läuft, nämlich irgendwie rund um die 20% der Bürger und Bürgerinnen sein. Der zweite Punkt, den ich anfügen möchte, ist natürlich,
wir sind aufgewachsen in einem System und sozusagen von unserer Ansicht, was Wirtschaft und Geld verdienen ist, sehr, sehr stark Mustern unterzogen. Und in dem Moment, wo ich mich jetzt eben frage, was sind meine eigenen ethischen Ansprüche an mich und die dann eben in ein Wirtschaftsleben hineinprojiziere, finde ich als erstes natürlich mal eine große Diskrepanz. Und diese Diskrepanz gilt es für jeden Einzelnen eigentlich zu erkennen und dann auch aufzulösen. Also die Gemeinwohlökonomie ist nicht ein System, dass man einfach eine Firma überlegen kann und dann hat sie einen Index oder eine Zahl oder einen Wert, der dann mit anderen zu vergleichen ist. Das ist auch ein Teil, aber der viel wichtigere Teil ist die Bewusstseinsentwicklung, der Prozess, der mit den Fragen, die die Gemeinwohlökonomie stellt, ausgelöst werden. Zu deiner konkreten Frage, ja, es sollen Zahlen vorhanden sein, es soll eine Vergleichbarkeit sein, es soll eine Transparenz hergestellt werden zu den Firmen, sodass der Konsument genau weiß, Firma XY hat diese Gemeinwohlpunktzahl und diese Gemeinwohlpunktzahl setzt sich so und so zusammen. Das wird transparent, das soll transparent gemacht werden, aber auf einer freiwilligen Basis. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Firmen irgendwie dazu zu zwingen, diese Gemeinwohlbilanz erstellen zu müssen. Ich sehe die Gemeinwohlökonomie als zweite Schiene, als zweite Wirtschaftsform, die ganz gut neben der ersten einhergehen kann, zu einer gewissen Zeit. Und das Bewusstsein, dass das auch jetzt in der Bevölkerung schon da ist, wird diese Firmen, die ihre sozialen und ökologischen Aufgaben öffentlich machen, ganz bestimmt auch auf ihre Art und Weise begünstigen. Und dann tritt dieser Shift von der herkömmlichen Ökonomie zu der Gemeinwohlökonomie ganz von selbst und reibungsfrei auf. Also die Antwort ist, der Index kann nicht öffentlich errechnet werden, sondern kann nur von der Firma erstellt werden. Ja, richtig, weil... Die Kriterien, die sind eben von dir zum Beispiel erstellt worden, sind also nicht demokratisch legitimiert. Die Kriterien, die sind, soweit wie das unsere Organisation betrifft, natürlich abgestützt. Aber um diese Kriterien zu beantworten, muss ich ganz spezifisch in firmeninterne Informationen hineinschauen können. Ich kann nicht von außen eine Bewertung der Firma machen, ohne dass ich internes Informationsmaterial der Firma bekomme. Und das ist eine Frage der Transparenz, in der sich viele Firmen sehr, sehr schwer tun, weil sie immer denken, wenn ich etwas rausgebe an Information, dann ist sofort mein Wettbewerber, da habe ich meine Wettbewerbsvorteile irgendwie vergeben und verdiene dann nicht mehr so viel. Okay, Irmi, du wolltest da noch? Und zwar war ja diese Frage, wie kann man jetzt bei so Gemeingüterverwaltung, wie kann man da Konflikte vermeiden? Also Elinor Ostum hat 7 Regeln aufgestellt. Ich habe die jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich kann sagen, worum es ungefähr geht. Es geht darum, wer beteiligt sich an dem Erarbeiten, also Arbeitsaufteilung. Es geht, wie werden die Früchte, der Nutzen, das Ergebnis, wer wird das verteilt? Dann die Kontrolle, wer kontrolliert und wie kontrolliert? Wer darf Sanktionen aussprechen und was sind die Sanktionen? Dann gibt es noch eine beteiligte Kontrolle von oben. Und wie werden die Verantwortlichen gewählt? Also es sind solche Dinge, es wird auch, eigentlich sollte das schriftlich oder irgendwie festgehalten werden, dass es verbindlich ist. Also beispielsweise in der Schweiz gibt es schon Verträge aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, wo die altwirtschaftliche Nutzung schriftlich geregelt wurde. Also man sieht das.
Und bezüglich Ältestenrat, da wäre ich jetzt also ziemlich skeptisch, muss ich sagen. Ich würde sagen, das hängt von der Kultur ab. Wenn man in einer Kultur ist, wo die Ältesten eine große Rolle haben, im Amazonasgebiet oder sonst irgendwo, kann ich mir das vorstellen. Bei uns, was weiß ich, mit irgendwelchen IT-Commons oder so, glaube ich, wäre das ein bisschen ein Problem. Aber ich glaube, das muss auch bestimmt werden. Das hängt vom Gegenstand ab und das hängt von der Kultur ab. Der Ältesten heißt es normalerweise, damit gemeint sind die Erfahrensten. Die Erfahrensten, Leute. Ja, ich denke, das wird sich wahrscheinlich ergeben, dass die Erfahrensten wahrscheinlich gewählt werden, aber so etwas kann man auch nicht erzwingen. Okay, gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen? Bitte eine letzte Frage, noch zwei Fragen, bitte kurz. Ja, ich bin bürtig. Ich bin so einer, der Recht auf eine Alment hat. Und es sind da drei Wörter wichtig. Die beginnen mit B. Beurteilung, Bestechung und was ist noch? Angst machen. Oder? Das war jetzt nicht B gewesen. Ja, Bedrohung. Das ist eine sehr, wir haben nicht oft darüber gesprochen, aber es ist ein sehr großes, verdecktes Potenzial. Und es ist schon früher möglich gewesen, anonym abzustimmen, wobei die Regeln meistens ja so sind, dass man in diesen kleinen Kreisen, das sind vielleicht 10 Leute oder 20, ich erkenne natürlich nicht alle Almenden in der Schweiz, nur eine Organisation so persönlich. Das sind vielleicht 10 bis 20 Leute und ja, da hört man dann schon was, wenn man schon nur sagt, wir wollen anonym abstimmen, dann bist du schon abgestempelt. Das war mein Votum dazu. Besten Dank. Möchte jemand etwas dazu sagen? Besten Dank, eine direkte Erfahrung, das ist da, deckt sich mit Elinor Ostrom, die gesagt haben, es ist eigentlich eine Kampfsituation, es ist nicht einfach. Bitte. Ich hoffe, ihr mögt noch hören. Einfach kurz, bitte. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen. Die Idee der Gemeinwohlökonomie ist ja in gewissem Sinn der Versuch eines Anreizsystems, sich in Anführungszeichen auf vielen Bereichen gut zu verhalten und damit diese Richtung zu stärken gegenüber den anderen. Auf dieser freiwilligen Basis hat es so etwa den Aspekt eines Labels oder eines Gütezeichens, also Rankings oder so, aber quasi wirkliche Früchte oder wirkliche Gegenleistung für dieses Verhalten sind so nicht direkt eingeplant. Ich habe in eine ähnliche Richtung gedacht, aber bin auf einen etwas anderen Vorschlag gekommen, der ungefähr darin bestehen würde, eine neue Gesellschaftsform, aber jetzt im Sinn ähnlich wie AG oder GmbH oder Genossenschaft oder so, zu überlegen, eine Rechtsform für eine Firma, die sich auf einen Katalog von solchen Best Practices verpflichten kann, mit definierten Erleichterungen, zum Beispiel in Sachen Bürokratie, Steuern, es gibt da diverse Möglichkeiten vom Staat aus, aber es ist natürlich freiwillig, diese Form dann zu wählen oder eine der herkömmlichen, um dieses Element drin zu behalten. Der Vorteil davon wäre aber, wenn das mal eingeführt ist, dass wirklich auch der Fördermechanismus beispielen würde.
die Idee kommt etwas spät, ich habe noch kein Telfer-Bild geschrieben, aber für mich wäre das eine spannende Geschichte, wenn sich Leute dafür interessieren würden, mal so einen Katalog von möglichen Goodies und Pflichten für so eine neue Firma aufzustellen und in die Diskussion zu werfen. Besten Dank. Möchte jemand etwas dazu sagen? Nur kurz. Danke, Martin. Möchtest du mitmachen bei uns? Okay, also es ist gut möglich, noch mitzumachen, glaube ich. Es ist für alle offen. Also ich möchte damit das Podium hier schließen. Wenn man ja so sich für neue Ideen bemüht, dann kann man ja immer wieder verzweifeln, weil man sagt, ja, man ist alleine, es läuft nichts, die anderen begreifen es nicht, warum sind sie so uneinsichtig und so. Ich vertraue da etwas auf den Schneeballeffekt oder auf den Effekt einer kritischen Masse. Also zum Beispiel der Regen, der beginnt dann eben plötzlich, oder? Wenn denn die Luft gesättigt ist mit Wasser. Also der Punkt, wo es kippt, der ist, kann dann plötzlich schnell gehen. Das ist so mein Vertrauen, dass eben solche Initiativen, sehr wichtigen Initiativen, dann eben plötzlich Mehrheiten bekommt und das eben schnell geht. In diesem Sinne möchte ich allen herzlich danken, die hier waren, die auf dem Podium waren und im Raum. Und morgen geht es ja dann weiter mit einem Schlussspurt. Besten Dank. Thank you.